Hallo, meine Lieben. Heute mal eine Liebeslegung. Ich werde mal schauen, was bei deinem Gegenüber so in seinem Kopf los ist und in seinem Herz los ist und wie seine, ja, nächsten Schritte sein werden und dem Gegenüber halt so deine Gedanken und was auf deiner Herzebene los ist und wie du dich jetzt daraufhin so verhältst und wie es mit euch beiden weitergeht. So, schauen wir mal. Ich hätte gerne erstmal ein paar klare Botschaften zu deinem Gegenüber. Ob Männlein oder Weiblein, spielt keine Rolle. Das Gegenüber steht hier auf der linken Seite. Du befindest hier dich auf der rechten Seite. Aber fühle bitte in dich, also nochmal während der Legung rein. Manchmal sind die Rollen auch vertauscht. Also da kann ich natürlich nichts für. Es sind im Grunde zwei Parteien und wir gucken mal. So. Ich hätte gerne erstmal ausgelegt, was sich hier zeigt. So, dann deine Seite. Irgendwie muss es ja jetzt mal festlegen, ne? So, aber wie gesagt, wir schauen. Dann, wie es mit euch voraussichtlich weitergeht und was die Kernthematik ist. Schauen wir mal, was sich hier als Kernthema, als Hauptenergie überhaupt zeigt. Da haben wir den Herrscher. Es soll hier eine neue Ordnung wiederhergestellt werden, eine Stabilität aufgebaut werden. Ich nehme hier wirklich so Fundamentales wahr. Der Herrscher könnte auch auf eine Person hindeuten, die im Sternzeichen Widder ist oder die sehr herrisch ist. Es geht vielleicht auch um Machtkämpfe, um ja, Autoritätsansprüche. Ja, vielleicht ist hier jemand auch sehr, sehr feurig unterwegs. Ne? Das Widderenergie ist ein Feuerzeichen. Da haben wir auch die Marsenergie drin. Das ist eine sehr männliche Energie. Also hier könnte auch das Testosteron mit dem einen oder anderen durchgehen. Also aufpassen, dass es nicht in Aggressivität durchgeht. Ja, ich merke ja auch so eine gewisse Sturheit drin in den Dingen, ja, dass es da schwer ist, sich durchzusetzen oder dass deine Durchsetzungskraft hier wirklich gefordert wird oder du dich in irgendeiner Weise auch selbst behaupten möchtest. Hier gilt es auch, klare Grenzen zu ziehen und für sich einzustehen. Wie gesagt, aufpassen, dass es nicht ins Negative, in das Aggressive geht. Ja, Ast der Schwerter, hier soll sich was klären. Hier soll in irgendeiner Weise auch was vielleicht mit dem Schwert getrennt werden. Ne? Ein Schwert kann natürlich auch was trennen oder es soll einfach für klare Verhältnisse gesorgt werden, dass alles irgendwo in Ordnung kommt. Das kann natürlich auch im positiven Sinne einfach sein, dass man jetzt ein Gespräch führt, dass man die Dinge vernünftig klärt und hier für sich einsteht, eine gewisse Verantwortung übernimmt über sich, jeder natürlich für seinen Teil, für sein Denken, sein Fühlen und sein Handeln und dass sich die Dinge hier zum Positiven klären. Eieieiei, ja, da mal schon die 5 der Schwerter. Ich hoffe, dass es darum geht, dass man hier die Schwerter niederlegt. Ja, das sieht ganz gut aus. Mit den 9 der Kelchen sehe ich hier eine Wunscherfüllung, eine sehr, sehr zufriedene Energie. Jemand, der hier ja, sich auch emotional unabhängig gemacht hat und sich um seine Bedürfnisse kümmert und sich hier sehr frei macht. Ja, also das sieht ja schon mal gut aus. Gut, dann gucken wir mal, was bei dir so los ist. Ich werde erstmal deine Seite aufdecken, um mal zu schauen, oder zumindest die eine Seite hier, was hier los ist. Als Kernthematik zeigt sich hier schon an, dass du hier etwas dabei bist zu überwinden oder etwas überwunden hast. Du bist im Grunde oben auf, ja, du hast etwas überstanden. Du hast die Dinge angenommen, wie sie so sind. Und hast dich hier sehr frei gemacht. Das sind schon mal sehr positive Energien, die ich hier sehe. Ja, mit der Königin der Kelche bist du voll in deiner Selbstliebe, in deiner Power. Ja, du bist die Sonne. Bei dir scheint die Sonne. Ja, daneben noch den Narr. Also das sieht richtig gut aus. In irgendeiner Weise sehen wir hier, ne, du kehrst auch den 3 der Schwertern den Rücken zu. Da gibt es vielleicht noch was, was dich so ein bisschen piekst, aber das hast du ganz gut hier überstanden oder bist gerade dabei, dich davon frei zu schaufeln.
hast da schon vieles für dich erkannt. Vielleicht gibt es ja auch ja, Impulse, die dir helfen, nochmal irgendetwas, sowas wie ein Aufwachen, nehme ich hier wahr. Ja, also hier ist irgendetwas, was hier passiert. Vielleicht gibt es hier nochmal oder gab es hier jetzt nochmal eine Situation, die dir nochmal so einen Stich ins Herz verpasst hat, die aber schlussendlich dazu geführt hat, dass du jetzt aufgewacht bist. Und das ist ja das Gute dann daran, dass es dann, wie sagt man so, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, ja, sowas in der Richtung. Ja, aktuell bist du gerade in der Vorbereitung auf deinen neuen Weg. Du bist am Planen, am Gucken, wo geht es jetzt lang, welche Möglichkeiten, welche Optionen zeigen sich hier. Du bist quasi auf dem Sprung, bist bereit. Das sieht so aus, als ob du noch an dem Ort des Geschehen bist, ja, so, also ich quasi für alle die, die in Trennung leben oder so, sehe ich, dass du quasi in der Vorbereitung bist, diesen Sprung zu wagen, aber du hängst da noch, stehst da noch mit einem Bein drinne, also das in dem Prozess oder tatsächlich, dass du noch nicht, sag ich mal, gegangen bist, sowas in der Richtung oder die Dinge vollzogen hast, bist du noch gedanklich damit beschäftigt und ja, am Überlegen, wie du es jetzt machst, wie du dich hier quasi aus dieser Situation befreist. Als positiven Einfluss nehme ich hier wahr, dass hier ziemlich viel Unterstützung reinkommt, entweder aus der Arbeit, vielleicht von Arbeitskollegen, oder dass du unglaublich viel dabei bist, gerade an deine Fähigkeiten zu verfeinern. Also die Sonne und hier die 8 der Münzen, da hast du irgendetwas, was dir sehr viel Freude macht, was dir sehr viel Kraft gibt. Scheinbar ziehst du unglaublich viele Kraft aus deiner Tätigkeit, aus deinem Berufsfeld, was hier als Support-Energie kommt, als Unterstützung, ja. Hier, du baust dich quasi neu auf, du kannst dir unglaublich aus deinen Ressourcen auch ziehen. Vielleicht, dass du dich einfach daran erinnerst, was du schon alles gewuppt hast in deinem Leben. So eine Energie nehme ich ja auch wahr. Also mach dich nicht kleiner, als du bist, ja, auch wenn du vielleicht hier als Narr aufkreuzt, also quasi einen komplett neuen Weg einschlägst, ist das hier jetzt etwas, wo du auch auf deine Erfahrungen, auf deine Lebenserfahrung, auf deine Menschenkenntnis zurückgreifen kannst oder einfach die Erfahrung, die du mit diesen Menschen gemacht hast, ja, dass das das Gute ist daran, dass du weißt, was da auf dich zukommt im schlimmsten Fall. Ja, und hier sind die Liebenden. Hossa, was denn bei euch los? Also dieser Neuanfang, der steht hier auf jeden Fall auch mit einem Herzenswunsch in Verbindung. Das ist Bestimmung, das ist dir vorher bestimmt. Hier ist der Engel, der das segnet, wenn das hier um eine Partnerschaft gehen sollte, eine neue Partnerschaft, die hier vielleicht noch in den Kinderschuhen steckt, dann ist das auf jeden Fall abgesegnet und du brauchst dir da gar keine Sorgen machen. Ansonsten, wer hier sagt, nee, nee, nichts damit, neue Partnerschaft, ich gehe meinen Weg alleine, ich bin hier der zufriedene Single, dann ist das auch in Ordnung, aber dann bist du quasi hier mit den Liebenden in deiner Selbstliebe angekommen, was auch die Königin der Kelche hier spricht, und bist wirklich in dir angekommen. Also so ein Gefühl von Ganzheit, von Reinheit, von Unschuld, von du bist einfach mit dir zufrieden, ja. Du hast unglaublich hart an dir gearbeitet, an diesen Status quo zu erreichen. Und da kannst du wirklich mal stolz sein auf dich, auch wenn jetzt hier mit dem Nahen wieder eine neue Reise beginnt. Aber das ist, ja, das ist harte Arbeit für dich gewesen. Okay, ich hätte gerne mal eine Klärung für das Gericht. Ja, sehr schön. Ja, also in der Vergangenheit hast du hier sehr viel Kummer und Sorgen gehabt. Das kann auch sein, dass du es hier mit einem Seelenpartner zu tun gehabt hast, wo ihr wirklich starke Themen miteinander hattet. Es kann ja um Familie gehen, um Haus, Hof, materielle Werte, auch um die Finanzen oder eben berufliches, dass du hier auch Kummer hattest, ob die Finanzen dann stabil sind. Hier kommt jetzt die Karte des Todes rein. Das ist eine Neugeburt. Das könnte eine berufliche neue Phase sein, die hier reinkommt. Irgendetwas, wo du vielleicht auch eine Zusage bekommst oder dass du einfach hier jetzt erfährst, dass sich familiär jetzt etwas transformiert, verändert. Und das für dich hier ein Befreiungsschlag ist. Ja, vielleicht endet endlich ein Thema mit etwas, also was dir lange schon Kummer und Sorgen gemacht hat.
dass du dieses Thema jetzt einfach abschließen kannst, ja, was mit einem Familienoberhaupt vielleicht mit einem Vater zu tun hat oder mit jemandem, der eben sehr, wie sagt man, Besitz ergreifend oder bestimmend war, der in gewisser Weise irgendwie den Ton angegeben hat. Und hier mit der Todkarte kannst du eben davon ausgehen, dass jetzt hier wirklich ein Abschluss gefunden wird und etwas verändert wird. Vielleicht kommt diese Person auch sehr verändert auf dich zu, das schauen wir uns gleich mal an. Aber allgemein verändert sich diese familiäre Situation, deine häusliche Situation oder deine Jobsituation. Irgendetwas, was elementar in deinem Leben ist, was dir hier eine Stabilität bringt. Ja. Sehr schön. Eine berufliche Veränderung kann es, wie gesagt, auch sein. Hatte ich, glaube ich, schon gesagt. Ne? Dann hätte ich gerne mal mehr gewusst über den Narren. Und dann gehen wir mal in dein Gegenüber. Da haben wir die Kraft und die 7 der Stäbe. Das zeigt mir an, dass du hier eine unermüdlichen Willen in dir hast, eine unglaubliche Willenskraft, jetzt in diesen Neustart zu gehen, in dieses neue Leben zu starten. Du hast unglaublich an innerer Stärke dazu gewonnen. Du bist gewachsen da dran, ne? Du strahlst, du bist in deiner Schöpferkraft, du weißt ganz genau, wie du dir die Dinge auch in deinem Leben jetzt manifestierst, wie du dich ausrichtest. Und das lässt dich halt auch nicht von deinem persönlichen Weg abbringen. Das ist richtig gut. Du gehst hier einen mutigen Schritt. Das kostet dich tatsächlich auch etwas Mut. Und du, wenn hier nochmal so ein paar Gedanken hochkommen, ja, die dich da aufhalten, da gehst du sehr souverän mit um, sehe ich hier auch. Also, dass ich sehe keine Zweifel oder irgendwas. Aber es kann schon sein, dass hin und wieder so ein Gefühl in mir, in dir hochkommt, wo du sagst, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Ja, aber so mit so einem Schmunzeln im Gesicht, weil ich glaube, du freust dich schon sehr. Ich habe die Sonne daneben, da ist ganz viel Freude und Leichtigkeit mit dabei. Also da mache ich mir gar keine Sorgen. Lass dich, wie gesagt, nicht in die Irre führen, lass dich nicht von deinem Weg abbringen, auch nicht von deinen eigenen Gedanken. Ja, du wirst da deinen Weg finden. Okay. Schauen wir mal, was die Liebenden hier genau sagen wollen. Um was geht es hier mit den Liebenden? Hoppala. Gucke mal, da haben wir den Teufel. Das ist jetzt spannend. Der Teufel spricht eigentlich ja von Themen wenn wir hier daneben die Arbeitskarte haben, kann es hier um Beruf, Berufung, Karriere gehen. Alles, wo im Grunde man auch eine gewisse Verpflichtung nachgeht. Es ist aber auch, sind so die Leidenschaften damit gemeint, auch das, wo man ja mit Leidenschaft dabei ist. Ich nehme das aber als positive Energie hier wahr, ne? Der Teufel, der kann ja auch auf Muster hindeuten, auf negative Dinge, die toxisch sind, aber nicht, wenn das als Klärungskarte auf die Liebenden fällt, dann ist das entweder eine Partnerschaft, die hier auf dich zukommt, die sehr, ja, wo eine unglaubliche Anziehungskraft wirkt, ja, das also im positiven Sinne. Oder dass es hier wirklich um deinen Herzensweg geht im beruflichen Belang. Kriegen wir da nochmal eine Klärung dazu, dass wir es ganz genau sehen können? Ah ja, siehst du, da haben wir nämlich den König der Stäbe und der steht für Tatendrang, Ärmel hochkrempeln, harte Arbeit auch. Aber der König der Stäbe, der hat die Dinge im Griff, der geht in die Führung, der nimmt die Dinge in die Hand. Und das ist, wie gesagt, eine Leidenschaft, die sich hier eher zeigt. Also wirklich eine ausgeprägte Leidenschaft. Das kann ein Hobby sein oder eine Tätigkeit, der du unglaublich gerne nachgehst, dass du das auf ein neues Fundament setzen möchtest, vielleicht auch. Vielleicht ist es auch eine Person im Feuerzeichen, dann hättest du es hier mit tatsächlich Widder, Löwe oder eben Schütze zu tun. Dass da eine unglaubliches Feuer zwischen euch ist, ja, eine Leidenschaft, eine Liebesverbindung, die eben zum einen sehr rein ist, auch wenn jetzt hier der Teufel liegt, aber zum anderen auch sehr leidenschaftlich und dass hier da auch mit dran gearbeitet wird, ja, ihr bringt das hier ja, wie gesagt, wenn das hier auch um diese Partnerschaft geht, dann verändert sich das, dass das im Grunde auf ein solides Fundament gesetzt wird. Mal gerne noch eine Klärung für die 8 der Münzen. Die 8 der Münzen, guck mal, das Rad des Schicksals, das Glücksrad dreht sich hier, unglaublich. Was bringt denn das Glücksrad? Was denn hier dieser positive Einfluss? Das haben wir ja auch schon mit der Sonne gegenüber. Oh,
Da haben wir hier Support-Energie, Ritter der Kelche. Hier ist jemand an deiner Seite, der dich hier, siehst du es noch? Ja, der dich hier unterstützt, der sagt, ich unterstütze dich, ich finde das toll, was du da machst. Also sei dir gewiss, dass da in irgendeiner Weise auch von außen man dich fördert oder unterstützt. Oder es gibt hier vielleicht auch ein Date, ja. Das könnte auch sein, dass du jemanden über die Arbeit kennenlernst und da jemand sagt, du Mensch, du wolltest doch dies oder jenes. Wenn es jetzt zum Beispiel um berufliche Sachen geht, dann könnte es sein, dass jemand sich bei dir meldet und sagt, Mensch, du hast doch mal gesagt, du würdest ganz gerne, ich hätte da was oder bewirb dich doch mal da, da ist eine Stelle frei geworden und du bist völlig aus dem Häuschen, ja, weil das dein Ding ist und dich das überglücklich macht. Oder es ist ein Kollege, jemand, dem du im Arbeitskreis da irgendwie in deinem Umfeld hast, der sagt, Mensch, lass uns mal einen Kaffee trinken gehen oder gucken, ob wir mal was zusammen unternehmen können. Also etwas, was hier tatsächlich auch noch in den Kinderschuhen steckt, aber das ist wahrscheinlich eine Person, die du schon kennst. Von Sternzeichen her könnte das ja auch mit dem Steinbock zu tun haben. Das vielleicht hast du es hier mit dem Steinbock zu tun, ja. Das ist auch möglich, ja. Ansonsten Sternzeichen haben wir jetzt hier. Löwe, Wassermann, hier haben wir auch die Wasserzeichen Fische, Krebs und Skorpion. Hier zeigt sich auch der Skorpion. König der Münzen könnte ein Erdzeichen sein. Also hier würde sich der Steinbock wiederfinden. Ich lasse euch das frei. Ja? Jeder kann das für sich interpretieren, wie er möchte. Also, da lege ich mich jetzt nicht so fest. So, schauen wir mal dein Gegenüber, was der denn so hier bei sich mit sich rumträgt. Der Ritter der Münzen. Oh je, Mini. Oh je, Mini. Ach, da meint jemand wirklich ernst oder was? Was haben wir denn hier? Also, im Kopf schwirrt ihm hier gerade, dass er mit dir etwas besprechen möchte und das ziemlich schnell. Wir haben ja eine schnelle Energie. Es gibt hier etwas, was er loswerden möchte oder was er in die Veränderung bringen möchte. Der Turm steht ja auch für plötzliche Wenden, für eine Umkehr, etwas, ja, ich muss das mal klären. Worum genau geht es mit dem Turm? Kann auch um Häuslichkeiten gehen. Also der Turm wird auch als Haus interpretiert. Königin der Schwerter. Okay, also hier sollen jetzt Entscheidungen für die Zukunft getroffen werden, wie es hier im Häuslichen weitergehen soll. Oder um eine Immobilie könnte es sein, dass man hier was klärt. Da muss man sich der Dinge stellen und auch Konsequenzen walten lassen. Also in irgendeiner Weise hat hier was eine Konsequenz. Vielleicht hat derjenige etwas erfahren, Informationen eingesammelt und ist jetzt so weit, dass er jetzt hier in die Kommunikation gehen kann oder er grübelt, wie er jetzt mit dir in Kontakt kommt, ja, man möchte hier etwas vielleicht auch in eine neue Stabilität bringen. Wir haben das hier mit dem Herrscher schon, das Thema der Stabilität. Auch der Ritter der Münzen ist eine aufbauende Energie. Man möchte etwas wachsen sehen, man möchte etwas Produktives tun, etwas umsetzen. Der Ritter der Münzen steht auch für harte Arbeit. Vielleicht ist das auch gar keine Person ich habe jetzt zwar auf Liebeslegung eigentlich getippt, aber es kann auch um berufliche Themen gehen, dass hier jemand sagt, Mensch, ich habe hier jetzt ein Angebot für dich, ein Jobangebot, dass das vielleicht ein Chef ist, ja, oder eine Firma, eine große Institution oder ein Amt oder eine Behörde, wo es Gespräche gab oder wo man darüber nachdenkt, was man da besprochen hat. Hier ist auch immer so die Energie von beraten, sich beraten lassen. Vielleicht überlegt derjenige, hier Termine wahrzunehmen, um nochmal sich beraten zu lassen. Bezüglich hier auch mit dem Turm kann es auch um Scheidung oder Trennung gehen, ja, um Kündigung kann es auch gehen, dass man da Dinge nochmal klärt. Das ist so in den Gedanken. Auf Herzensebene, oh, König der Kelche, ist hier jemand sehr gereift, emotional sehr stabil, sehr gereift. Man ist sehr bodenständig. Man ist daran interessiert, langfristig etwas ja, aufzubauen. Und mit dem Mond und dem König der Kelche, nämlich hier ganz stark Krebs- und Fische-Energie war, also viel Wasser auch. Also sehr starke Emotionen, eine starke Anziehung nehme ich hier wahr. Aber die Person meint es also aufgrund ihres Herzens sehr ernst. Das ist also keine Flausen, die derjenige im Kopf hat, sondern das ist wirklich eine reife Liebe, wenn das hier auf emotionaler Ebene zu deuten ist. Eine tiefe, ehrliche Liebe ist das, ja. Hier möchte jemand eine langfristige Beziehung aufbauen und ist da wirklich mit tiefen Gefühlen dabei. Das kann ich dir nur sagen.
Der König der Kelche hat auch wirklich schon einiges erlebt und der lässt sich auch nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Der ist da sehr geduldig und sehr verständnisvoll, sehr hingebungsvoll, sehr sensitiv, aber eben ja, emotional sehr gefasst, ne? Also er ist jetzt keine Heulsuse, aber auch kein Choleriker, sondern wirklich sehr ausgeglichen, eine sehr ausgeglichene, reife Energie. Das ist wirklich ein ausgewachsenes Gefühl. Und in irgendeiner Weise hat er aber ein Thema, an dem er hier auch stark zu knabbern hat, nämlich ja auch wahr. Und vielleicht sind das auch Ängste oder Unsicherheiten. Vielleicht gibst du ihm hier in irgendeiner Weise immer so einen Impuls, dass er hier in Unsicherheiten schwimmt. Sowas nehme ich ja auch wahr. Ne, denn wir haben hier darüber auch den Turm. Vielleicht hat er hier auch in irgendeiner Weise daran zu knabbern, dass er sagt, ich weiß eigentlich nicht so richtig, woran ich bin. Deswegen hier so die Ritter der Schwerter, das sind so die Dinge, hier muss was besprochen werden, hier muss was geklärt werden. Hier gab es einen Blitzeinschlag, irgendwas, vielleicht auch eine Diskussion oder einen Streit oder so. Und er möchte das gerne hier klären, ja. Okay, schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Ja, da haben wir schon die zwei der Münzen. Da ist irgendwas aus der Balance gekommen. Hier haben wir jemanden, der strategisch vorgeht. Das ist sehr interessant, weil die Karte und die Karte beide sich gegenüberliegen und beide von Strategie sprechen, sich einen Plan machen. Ja, also das ist nicht unbedingt Unehrlichkeit, aber in irgendeiner Weise überlegt vorgehen. Das ist ja nicht verkehrt. Sehr überlegt. Also wir haben hier ein, zwei, drei Karten, die von Planen, von überlegtem Handeln sprechen, dass man erstmal vorher sich einen Plan macht. So, und hier haben wir die Karte, die dafür spricht, dass hier was in den Ausgleich kommen soll. Also dein Gegenüber ist daran interessiert, hier etwas wieder in Ordnung zu bringen, wieder die Wogen zu glätten, sagen wir es mal so, ja, die hier so ein bisschen zickzack hochgehen. Hier ist das Gewässer so ein bisschen aufgewühlt, da ist was vorgefallen und man möchte jetzt hier sich quasi aus der Nummer irgendwie rausschleichen und sagen, oh, nochmal so unter dem Motto, nochmal mit einem blauen Auge davonkommen, ja. Schick ja mal eine Klärung für die zwei der Münzen. Vielleicht hat er auch mit mehreren Optionen hier zu tun, mit mehreren Sachen. Der Eremit, hier zeigt sich Jungfrau-Energie. Ich weiß nicht, ob er noch mit einer Jungfrau zu tun hat oder er selber Jungfrau ist. Vielleicht war er hier auch in einem Rückzug, weil in seinem Leben irgendetwas aus der Balance geraten ist und er wieder hier in die Klarheit kommen musste. Irgendwas wieder neu sortieren, neu ordnen musste, eine neue Struktur reinbringen musste in sein Leben, in seine Themen. Ich weiß es nicht. Worum geht es hier mit den Sieben der Schwerter? Und da haben wir die Neun der Münzen. Das ist eine Unabhängigkeit, es ist Fülle, Reichtum, Wohlstand, Gesundheit, also obenauf sein quasi. Das ist wohl scheinbar so sein Plan, hier in eine finanzielle Unabhängigkeit zu kommen oder etwas zu meistern, etwas zu wuppen, über etwas hinwegzukommen, nämlich auch war ganz ähnliche Energie, die bei dir ist, nur dass er im Grunde dann danach auch die Lorbeeren ernten möchte. Also er versucht hier irgendwie über Trick 17 aus Kiste 18 in eine bessere Position zu kommen oder jemanden für sich zu gewinnen. So von wegen, da bin ich ja noch mal gut bei weggekommen, ja? Sowas nehme ich hier wahr. Was genau geht es mit den Neun der Münzen? Das ist mir ein bisschen viel hier. So meinte ich das nicht. Und mir wir alles hier durcheinander bringen, ja? So richtig so den Strich durch die Rechnung machen. Also vielleicht war das auch so ein Thema, dass dass er das Gefühl hatte, ihm wurde hier ein Strich durch die Rechnung gemacht. Worum geht es mit den sieben? Ach Quatsch, neun der Münzen auf sieben der Schwerter. Ja, da gibt es irgendwas, was mit einem Mangel zu tun hat, Mangel an Finanzen oder Mangel an ja, Selbstwert, ja, etwas, was ihm nicht gereicht hat. Und mit den sieben der Kelche gab es hier Wünsche, Vorstellungen, die man hatte, die sich vielleicht ja, mit der Karte des Mangels als Illusion herausgestellt haben. Ja, vielleicht hat er sich da irgendwie mehr erhofft aus der ganzen Nummer. Vielleicht gab es da eine Person auch in seinem Leben, von der er sich mehr erhofft hat. Und jetzt ist ihm das klar geworden, dass das nicht so die Wunscherfüllung war und er sich da vielleicht auf das Falsche fokussiert hat und jetzt wieder den
Kurs eingeschlagen hat, sage ich mal, mit dem Magier, ist das ja jemand, der erkannt hat, Mensch, ich habe ja hier eigentlich alles, was ich haben wollte. Vielleicht hat er gedacht, dass woanders das Gras grüner wächst, sowas in der Richtung, ja. Und dass du ja eigentlich für ihn die Wunscherfüllung bist oder dass er eigentlich ja alles hat, beziehungsweise alle Möglichkeiten hat, um sich glücklich zu fühlen, um hier ja, mit sich und der Welt im Reinen zu sein, versorgt zu sein, dass es ihm eigentlich richtig gut geht. Er hat eigentlich alles, was er braucht, ne? Der Magier sagt immer, du hast alle Ressourcen zur Verfügung. Und vielleicht hat er gedacht, dass er das irgendwie woanders verbessern könnte. Ja. Ja. Irgendwas wird jetzt auch sichtbar, vielleicht auch, dass man die Früchte der harten Arbeit ernten kann, ja, dass man sich ja aus einer schweren Zeit rausgearbeitet hat, dass hier jemand auch etwas überwunden hat, dass man gesundheitlich irgendwie fitter ist, sowas nämlich auch war oder dass man das zumindest vorhat und dann Plan hat, wie man hier aus dieser kränkelnden Situation rauskommt, ja, und dann ja, von seiner harten Arbeit auch partizipieren kann. So, dann schauen wir mal, worum es hier mit den 6 der Münzen geht. Ja, schon wieder so viele Karten. Leute, nee. Da geht es auch um Themen des sich auf Augenhöhe begegnen, ne? Respektvoll miteinander umgehen und nicht hier dem anderen irgendwelche Krümel nur hinwerfen. Schau mal, da haben wir die 10 der Münzen, Mäßigkeit, 3 der Kelche und die 9 der Stäbe. Also ganz übergeordnet haben wir hier die Mäßigkeit, die auch genauso wie die 6 der Münzen davon spricht, dass hier etwas in Balance kommen darf, dass man hier etwas in den Ausgleich bringt. Vielleicht sind ja auch Ausgleichszahlungen, die hier anstehen, dass man hier sich die Dinge nochmal genau anguckt. Was hat man für Bedürfnisse? Was braucht man denn überhaupt? Und also existenziell, kann auch darum gehen, dass man emotional hier wieder in den Einklang kommen möchte, dass man sich mehr den Dingen widmet, die hier auch in die Heilung gebracht werden wollen. Wir haben nämlich hier auch die Chiron-Energie, das ist so der verwundete Heiler, jemand, der über einen Kummer nicht hinwegkommt, der irgendwie nicht aus sich herauskommt und hier vielleicht auch in gewisser Weise über seinen Schatten springen muss. Das nehme ich hier ganz arg wahr, dass hier jemand aus seiner Komfortzone rauskommt. Mit der Mäßigkeit ist man so im Rückzug auch, ja, und sehr mit sich beschäftigt und seinen Emotionen und Bedürfnissen. Man ist ja am Wunden lecken. Das scheint so eine Phase gewesen zu sein, in der dein Gegenüber gesteckt hat. Und hier sehe ich aber, dass jetzt hier eine Einigung erzielt wird mit den 3 der Kelche. Bezüglich der familiären Situation, vielleicht gab es sogar eine Dreierkonstellation, dass man das in die Heilung gebracht hat und es hier um eine familiäre Situation gebracht hat. Auf jeden Fall hat man hier etwas für sich heilen können, etwas in den Ausgleich bringen können. Also sieht ganz gut aus, ne? Dass man hier auch dann dementsprechend auch auftritt und hier jetzt Grund zum Anstoßen hat oder einfach merkt, dass da mehr Leichtigkeit reinkommt in Miteinander und die Situation nicht mehr so hitzig ist, ja. Also das Auftreten wird wohl sehr defensiv sein und sehr wohlwollend, habe ich so das Gefühl. Das nehmen wir ja hier auch auf deiner Seite wahr mit dem Ritter der Kelche, eine wohlwollende Energie, die hier schicksalshaft reinkommt. Etwas, wo du vielleicht auch lange dran gearbeitet hast, dass man endlich diese Ebene miteinander wieder findet, könnte auch sich anzeigen, dass man da wieder in eine leichtere Energie reinkommt. Ich schaue mal, ich möchte gerne mal noch mehr über den Eremiten erfahren. Den nehme ich hier ganz stark als Einfluss wahr. Und da haben wir den Ritter der Stäbe. Also entweder ist hier eine Jungfrau da am Start, die hier für eine Neuausrichtung sorgt oder dass man sich hier neu ausrichtet, aufgrund, dass man sich zurückgezogen hat, die Dinge sich mal durch den Kopf hat gehen lassen und sich überlegt hat, was man denn eigentlich schlussendlich gerne möchte, was einem wirklich vom Herzen her ja, nährt oder was man sich wünscht und sich ja, klügere. Ja, wie soll ich sagen? Der Eremit steht immer für die innere Weisheit und Wahrheit, ja. Und vielleicht brauchte man diese Zeit des Rückzuges, um diese Wahrheit für sich zu finden, was einen hier eigentlich immer wieder ins Wanken bringt, um sich dann schlussendlich
neu auszurichten oder wieder mehr zu Kräften zu kommen, denn das ist Feuerenergie, das ist auch aktive Energie. Ja? Action ist ja angezeigt. Hier ist man im Rückzug und hier ist man in der Action. Vielleicht geht es auch darum, diese Balance in seinem Leben herzustellen, ja, von Rückzug und Aktion, dass man sich die Pausen auch eingönnt, gesündere Tagesabläufe integriert und darüber mehr in die Klarheit für sich kommt. Ich hätte gerne mal mehr über den Mond gewusst. Da sagte ich ja, es könnte um eine tiefe Anziehungskraft gehen, aber auch um Unsicherheiten. Und da haben wir die 9 der Kelche. Ja, also eine starke ein Indiz darauf, dass es hier etwas gibt, was für ihn die Wunscherfüllung ist, was ihn sehr glücklich macht. Also schon tiefe Gefühle nehme ich hier wahr. Ja, tiefe Gefühle, die er hier hat. Noch mehr über den Turm. Der Turm ist ein Ende eines Zyklus. Also tatsächlich könnte das hier die Kündigung sein oder eine Trennung, etwas, was man loslässt, was man auch akzeptiert hat in dem Moment, was hier wirklich endgültig zum Ende gekommen ist. Worum geht es bei diesem Ende? Und da haben wir hier die Königin der Münzen. Das ist entweder eine Person im Erdzeichen, da hätten wir hier wieder die Jungfrau-Energie, die genau gegenüber liegt. Das wäre dann Steinbock, Stier oder Jungfrau, wie gesagt. Ansonsten geht es hier um familiäre Situationen oder auch finanziell Jobsituationen oder Gesundheitliches. Kriegen wir mal gerne nochmal eine Klärung. Worum geht es mit der Königin der Münzen? Das Ass der Schwerter. Ja, das scheint hier wirklich sowas wie eine Trennung zu sein, ein Schnitt, den man vollzieht, etwas, wo man hier ja vielleicht die Finanzen aufteilt, das Vermögen aufteilt oder vielleicht hat der eine oder andere hier auch tatsächlich einen Unfall gehabt und hat hier eine OP gehabt, gesundheitliche Dinge, die jetzt aber abgeheilt sind, die jetzt beendet sind, aber jetzt auf die Liebeslegung hingezogen, nehme ich hier ehrlich gesagt eher ein Ende wahr, ja, wo man keine gemeinsamen Weg mehr geht, ja, das soll sich quasi hier neu gestalten. Deswegen der Herrscher, der für eine neue Ordnung, auch der Eremit steht für eine neue Ordnung. Du hast hier den Narren auf deiner Seite, das nehme ich schon ganz arg wahr. Interessanterweise sitzt ihr in der Mitte eurer Legung beide auf einem Pferd, ja. Er hält die Münze, das sind die Werte, die hält er hoch, ja, seine eigenen Werte hält er hoch, aber eben auch sehr zurückhaltend die Energie. Man steht da, man bewegt sich nicht, man ist auch etwas stur in seiner Haltung. Der Ritter der Münzen ist nicht unbedingt jemand, der jetzt vorwärts geht, sondern der sagt so unter dem Motto, ja, lass mal kommen, ne? So, also der ist nicht unbedingt aktiv. Und du geh dagegen, du bist hier mit der Stabenergie doch sehr proaktiv, ja, also eher in der Bewegung, in der Vorwärtsbewegung, in der Weiterentwicklung. Das nehme ich hier eher wahr, dass es hier doch eher ruhiger zugeht, gelassener, dass man hier eher so auf die Münzen schaut, ja. Dass das Finanzielle hier sich ausgleicht, dass da geht es eher darum. Und bei dir nehme ich eher wahr, dass es hier darum geht, deinen neuen Weg zu finden und dich vielleicht hier beruflich neu auszurichten. Also da hängt ein bisschen mehr mit dran, ne? Und dass es allgemein eher darum geht, in dein ja, Selbstbewusstsein und in deine Lebenskraft hier wieder zu kommen. Okay, schauen wir mal, wie es mit euch weitergeht. Was haben wir denn da? König der Schwerter, Page der Schwerter und die 4 der Schwerter. Also viel Kommunikation, viel Gedankenkraft, vieles, was hier sich klären darf. Der König der Schwerter oder überhaupt die Luftzeichen zeigen sich hier. Da haben wir Wassermann, Waage oder Zwillinge. Die Königin der Schwerter zeigte sich ja auch schon hier drüben. Und das zeigt sich jetzt hier wieder. Also so wie es aussieht, gilt es hier. Ja, Informationen auszutauschen oder wahrzunehmen. Vielleicht bekommt hier jemand eine Klarheit durch ein klärendes Gespräch oder durch ein Luftzeichen. Ich weiß nicht, wer von euch jetzt hier Luftzeichen vielleicht ist und dass da was auf dich zukommt, wo du sagen darfst, okay, ich denke darüber nach. Ja, das ist hier keine Information, die emotional kommt. Das ist eher rational, logisch, Zahlen, Daten, Fakten, Informationen, die hier reinkommen, wo du sagst, wahrscheinlich geht es hier um die 3 der Schwerter, wo ich gesagt habe, hier könnte jemand dir nochmal versuchen, den Dolch reinzupieken, ja? Und du bist aber hier oben auf. Also dir wird das jetzt nicht dolle, ne?
Du nimmst das wahr, du bleibst ja aufgeschlossen, aber ich glaube, du bist schon in dieser Hab-Acht-Stellung, so unter dem Motto, na, wann kommt er? Ja? Wann kommt der Angriff so ungefähr? Und du weißt dich gut abzugrenzen mit den vier der Schwertern. Das ist so ein Ort der Geborgenheit, ein heiliger Raum, in dem du dich aufhältst. Das ist das, was ich hier oben sehe, auch ja, mit den sieben der Stäbe, dass du quasi auch jetzt die Kraft hast, in dir zu ruhen, deinen Frieden in dir zu bewahren und die Dinge zu transzendieren, aufzulösen, dass diese Dinge gar nicht erst an dich rankommen. Das nehme ich ja auch mit der Skorpionenergie wahr. Das Ganze lässt du super abprallen. Ich hätte mal gerne gewusst, worum geht es denn bei diesen Informationen, bei dieser Kommunikation, die da stattfindet. Da haben wir sieben der Münzen, wir haben fünf der Stäbe und wir haben die 10 der Kelche. Sehr spannend. Also hier scheint sich etwas als herausfordernd darzustellen. Es kann hier für den einen oder anderen um Familienzuwachs gehen. Es kann auch um die Finanzen gehen. Etwas, was ja, hier soll etwas ins Wachstum kommen, hier soll etwas aufgebaut werden, etwas, was alle glücklich macht. Die 10 der Kelche steht für das familiäre Glück, aber eben auch für alles, was mit deiner Familie, deiner Seelenfamilie zu tun hat. Familie soll hier im Grunde eine neue Stabilität reinkommen und dazu müsste man hier am gemeinsam an einem Strang ziehen. Und die Frage ist, willst du da rein investieren? Will man da noch mehr Kraft investieren? Kriegt man denn überhaupt die Ernte raus? Lohnt sich das Ganze? Interessanterweise investiert man mit Münzen, um Kelche rauszukommen. Das finde ich auch sehr spannend, ja. Und da könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ne, das ist, hier haben wir die Münzenergie wahrscheinlich von deinem Gegenüber, der sagt, oh, reicht mir das? Also, es ist so jemand, der unzufrieden ist. Hier ist jemand unzufrieden und sagt, das reicht mir nicht. Das ist mir zu wenig, ja? Oder ich bin mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Habe ich da in das Richtige investiert? Solche Fragen nehme ich hier wahr, ne? Und scheinbar ist jetzt die Frage, ja, wie kriegen wir das denn jetzt hier hin, dass wir hier 10 der Kelche erlangen, dass wir hier wirklich zufrieden sind mit dem Ergebnis? Wie kann sich hier jeder einbringen? Also vielleicht wirst du ja auch in gewisser Weise durch diese Information auch herausgefordert, mehr Einsatz zu bringen. Wobei ich sehe ja hier die Acht der Münzen, du hast ja schon harte Arbeit in irgendwas reingesetzt, ne? Ja, dein Gegenüber hat in der Mitte den Ritter der Münzen. Hier geht es auch um harte Arbeit, harten, also Einsatz. Aber der geht da auch sehr strategisch vor. Ich hätte gerne mal abschließend eine Orakelkarte für euch oder für dich jetzt erstmal als Zuschauer, was für dich jetzt in dieser Situation besonders wichtig ist. Dankeschön. Ach Gott, die Aphrodite, die Liebe mit der 2. Ja, die 2 steht für Partnerschaften, steht auch fürs zweite Haus des Stieres und das zweite Haus wird auch durch den Hierophanten dargestellt. Und der Hierophant ja, steht auch für Werte, für Besitz und Finanzen, aber eben auch für die feste Partnerschaft, ne? Das Commitment, die gesegnete Partnerschaft, die man zusammen hat. So, ich lese dir mal vor. Aphrodite, die Göttin der Liebe, verkörpert einen Zustand ekstatischen Seins, den in deinem Inneren zu kultivieren sie dich jetzt auffordert. Du kannst die Welt als ein sinnliches, ausdrucksstarkes und kreatives Wesen erfahren, wenn du dir selbst die Freiheit zugestehst, herauszufinden, was das gerade für dich bedeutet. Vielleicht ist diese Karte ein Omen für das Bevorstehen einer neuen Partnerschaft oder auch für die Vertiefung einer bestehenden Bindung. Vielleicht ist es jetzt aber auch die Zeit für dich gekommen, dich wieder auf diesen Aspekt deines Wesens zu besinnen, der für eine Weile im Schlummer lag. Aphrodite möchte, dass du dich jetzt in dein eigenes Leben verliebst und zugleich auf das Wesen und die Bekundungen der Liebe achtest, wie sie dir überall in deiner Umgebung begegnen. Auf diese Weise wird sich die Liebe zehnfach mehren und sich dir zeigen, wohin du dich auch wendest. Dies ist deine heilige Aufgabe, wenn Aphrodite erscheint, um dir Beistand zu leisten und Kraft zu spenden. Deine Heilungsbotschaft. Deine Heilungsaufgabe lautet, präsent zu bleiben, dich des Urteilens zu enthalten und der Schätze gewahr zu sein, die vor dir ausgebreitet liegen.
Vielleicht entdeckst du dabei, dass eine schmerzliche Erfahrung in Wahrheit ein kostbares Geschenk ist. Sie könnte vielmehr genau das sein, was du brauchst, um die alten Muster loszulassen, die dir nicht mehr dienlich sind. Nimm dich in Acht vor der Verführung der Sehnsucht, des Schmachtens nach der Liebe, die sich dir entzieht, und vor der Fixierung auf ein bestimmtes Resultat. Damit verstärkst du nur die Energie des unerfüllten Verlangens und bist am Ende vielleicht außerstande, noch zu unterscheiden, was wahr und was falsch ist. Befreie dich von Erwartungen und Anhaftungen und schau einfach, was auf dich zukommt. Bleibe dir deines Anteils an den Dingen und deiner Verantwortung dafür bewusst. Leiste Abbitte, wo nötig, und vertraue darauf, dass alles gut ist. Sogar deine Partnerschaft mit dem Universum bedarf vielleicht Erläuterung, indem du von deinem Bedürfnis ablässt, dass alles in deinem Sinne geschieht. Wende dich an Aphrodite, damit sie dich einer gesünderen, befriedigeren Erfahrung zuführt. Ja, besser hätte ich es jetzt auch nicht sagen können. Vieles hat sich ja hier auch in der Legung schon gezeigt. Wenn nicht, schaust dir gerne nochmal an. Wenn dir das hier geholfen hat und du schon wichtige Impulse für dich mitnehmen konntest, ich dich ermutigen konnte oder bestätigen konnte auf deinem Weg, dann freue ich mich über deinen dicken Daumen, deinen fetten Daumen, den du bei mir lässt. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann freue ich mich auch, wenn du kostenfreies Abo da lässt. Klick einfach auf den Button Abonnieren. Das hilft mir unglaublich, hier mit dem Kanal zu wachsen, weil er dann eben auch mehreren Menschen zugeteilt wird, vorgeschlagen wird. Und betätige auch gerne die Glocke, damit du informiert wirst, wenn ich ein neues Video hochlade. Aktuell bin ich gerade dabei, die Sternzeichenlegung für den Zeitraum Juni bis Dezember hochzuladen. Die Monatslegung für Mai habe ich schon hochgeladen. Schau auch da gerne in die Playlist rein. Und falls du noch mal schauen möchtest, was die Jahresprognose für dich bereitgehalten hat, dann geh gerne in die Playlist Jahreslegung Sternzeichen. So, ihr Lieben, da kannst du dir natürlich für dein Sternzeichen, dein Aszendent oder dein Mondzeichen die Videos angucken. Und wisse auch, dass in der zweiten Lebenshälfte oftmals der Aszendent eher durchschlägt als das eigentliche Sternzeichen. Ja, nur mal so. Also nicht wundern, wenn da auch Informationen auf dich warten, die dir vielleicht hilfreich sein könnten. So, ihr Lieben, macht's gut. Ich freue mich, von dir zu hören und bis bald.